Und da sind wir auch wieder. Mit The Last of Us. Ach, mit schwierigen Entscheidung in Beyond Two Souls. The Last Beyond Souls. Of Us. Genau. Vogel. Ja, wir setzen fort. Und genau. Haben uns dazu entschlossen, wir nehmen weder allein noch Zoe und machen Kopf oder Zahl bei Jay und Ray, Ryan. Okay, wer ist Kopf, wer ist Zahl? Zahl ist Jay, Kopf ist Ryan. Auf geht's. Kopf, das gibt's doch Kopf. Nicht. Ich sollte Münzwerfer werden, Kopf krieg ich gut hin. Bei der 1-Euro-Münze hat Kopf sogar eine höhere Wahrscheinlichkeit. Bei dem 1-Euro-Stück. Das war offensichtlich. Das nicht ja, es war offensichtlich. Tief im Herzen da. Da habe ich es immer gewusst. Immer. Ich brauchte nur die Stille um mich herum. Um zu hören, was ich fühle. Ding Dong! Hallo, Schätzelein. Ich brauchte eine Weile, um zu erkennen, was Ryan mir bedeutet. Ich war so lange traurig und allein. Ich wusste nicht mehr, wie es ist, jemanden zu lieben. Da fällt ihm glatt die Tüte aus der Hand. Wollen Sie noch eine Tüte? Nee, wenn ich jetzt kiffe, vergesse ich wieder alles. Wir verreisten so weit weg, wie wir konnten. Bora Bora! Oh yeah, das ist cool. Ich musste lernen, wieder zu lieben. Jemandem mein Vertrauen zu schenken, nicht mehr zu streiten und wegzulaufen. Gitarre! Also, ich musste lernen zu leben. Ryan und ich haben nie wieder darüber geredet. Als wäre das alles nie passiert. Als würde die andere Seite nicht da sein. Aber sie wissen. Als könnte sie nie zurückkommen in unser Leben. Als sie wissen, dass es immer wieder passieren kann. Oder dass es jetzt gleich passiert, weil als könnte. Na, ich glaube nicht, dass es so direkt. Sie ist ja gerade aus der Erzählerperspektive. Ja, ja. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Nein. Ryan war es nicht. Irritating. Aiden. Ja. Aber nicht mehr verbunden. Aber immer noch bei ihr. Ja. Der wird immer bei ihr sein. Ist aber auch gut so. Aber ich denke, das behält sie erstmal für sich.
Ich meine, was macht das für einen Unterschied, wenn sie es Ryan erzählt? Okay. Ich sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber... Ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Alter. Das ist mehr als nur eine Beta-Sonne. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. In Memoriam. Seiner bei der Entwicklung hat sich verabschiedet. Next time, I'll kill everyone. My God, I was so afraid I lost. There's no telling what we'll find out here. How much time do we have after we back to pay the self-destruct? We're not coming back. Okay. Es ist interessant, dass man da auch erst andere Parts sieht, was passiert hätte. Sie ist magnificent. Aber das ist das Gleiche. Ja, die Frage ist halt, wie sehr unterscheidet sich das? Ja, klar. Da stehen die zu zweit. Vor allen Dingen ein Mädchen. Lange Haare, nicht zwingend Mädchen. Muss nichts heißen. Also da würde ja, ich... Vielleicht auch ist es auch Zoe. Figur. Vielleicht ist es auch Zoe, wenn man sich für Zoe entscheidet. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Wobei, warte mal, Zoe... Ist die doch, Tochter stimmt, von... Zoe müsste, doch, das, Zoe das könnte, wäre nicht unmöglich. Zoe könnte hinkommen. Ich befürchte aber anhand dieser Musik, die jetzt im Hintergrund läuft, dass wir wieder Probleme kriegen mit der letzten Aufnahme. Warum? Weil das letzte Mal bei The Last of Us, ich musste das komplett runterdrehen. Dann drehen wir es halt runter. Das sind getrennte Tonspuren. Ja, ja, ich weiß. Aber den Abspann lässt man ja immer laufen, weil danach könnte ja noch was kommen. Einmal das, auf jeden Fall. Und, ey, nach dem Spiel... Das haben die verdient, Mann. Jeder Hammer Einzelne, auf der jeden da mitgearbeitet Fall. Hat. Ja. Da haben sie wieder ein Schlachtschiff ausgebuddelt. Good jobs. Und du hast gesagt, wir schaffen das in den 2 Tagen nicht. Was war es jetzt? 1,5? 10 Stunden? Ja. Nicht mal. Nicht ganz. Das wäre jetzt, wenn wir die halbe Stunde voll kriegen, sprich wenn der Abspann lange genug dauert, dann kriegen wir die 10 Stunden noch voll, ja? Eine halbe Stunde Abspann, ich glaube, dann würde ich aber... Ja, guck dir mal so einen Halo-Abspann an, der ist guck fast mal, so lang. Guck mal, das sieht schon nach Ende aus. Tja, das würde ich aber nicht so laut sagen. Ach, fick dich. Oh Mann. Ach ja. Village Road 1, 2, 3, 4, was? Sie haben sogar Besetzung für eine Straße. Ja, klar. Stell dir vor, die Straße wird nicht in den Credits erwähnt. Stunt-Double, stimmt, auch. Klar, die Straße ist ein Stunt-Double. Für gefährliche, ich habe keine Ahnung. Ja. Was machen Straßen so gefährliches? Ja, zum Beispiel, wenn ein Auto drüber fährt, was Spikes hat. Das macht sich jede Promi-Straße mit. Da brauchen die auch mal ein Stunt-Double für. Klar. Also, was auch immer du geraucht hast, hör auf damit oder gib mir was ab. Ja, ich habe gerade nichts mehr. Die ganze Dosis auf einmal reingezogen, ja, oder was? Das ist die Wirkung, nicht die gleiche. Ja, klar. Mega, das Spiel einfach nur. Ja. Megamäßig geil. Beeindruckend. Wenn man jetzt bedenkt, was war das? Wie viele Enden hatten wir? 23? 23 Enden gibt es. Da stand so im Raum, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob sind es... Sind schon alle 23 bekannt? Ich glaube nicht, oder? Würde mich sehr wundern. Es liegt daran, ob du, wenn du in Kapitel reinspringst, geht ja, es gibt ja eine Kapitelwahl, wenn du da reinspringst, ob du dann gezielt Enden hervorrufen kannst.
Ja gut, das ist die Frage. Das ist die Frage. Oder halt, ob schon irgendwelche Entscheidungen dieser frühkommenden Einfluss haben. Richtig, also ab wann du wirklich die Enden großartig beeinflussen kannst. Ob du schon mit der allerersten Entscheidung quasi beeinflusst, ob du die Karten richtig wählst oder nicht, zum Beispiel ganz am Anfang, ob das schon Einfluss drauf nimmt. Das sind halt so die ganzen Sachen, was man nicht weiß. Also, also Aussagen anderer Personen zufolge ändert sich das ja erst im letzten Viertel des Spiels irgendwas an den Enden. In den letzten paar Missionen wurde uns gesagt. Weiß nicht, also wo du auf jeden Fall ein garantiert ein anderes Ende kriegst, ist, wenn du dich fürs Jenseits entscheidest. Wenn du dich fürs Jenseits entscheidest, auf jeden Fall. Wenn du dich für Zoe entscheidest, für Jay und für alleine, wird immer was anderes kommen, mit ziemlicher Sicherheit. Und dann ist halt die Frage, was es noch für Wahlmöglichkeiten im Jenseits gibt danach. Was du im Jenseits noch machst. Entweder das oder was gibt es noch davor? Eine Mission davor, eine Entscheidung, die eine große Auswirkung hat. Vielleicht, dass man den Nathan nicht umbringt. Aber ich glaube, das oder ist ob so es zwingend Detail. Dazu ich kommt. Ich glaube, das ändert nicht so viel. Ja, aber es ist aber die Frage, ich vermute immer noch, dass du verhindern kannst, dass Nathan so auf dich schießt? Komplett wahnsinnig wird. Das glaube ich. Ich glaube, wenn du vorher im Raum mit dem richtig diskutiert hättest. Ja, gut, das wissen wir natürlich jetzt nicht. Ne? Theoretisch könnte man jetzt auch jedes Durchspielen mit anderen Enden nochmal Let's Playen. Aber das wird, glaube ich, für die Zuschauer auch irgendwann zu viel und zu stupide. Ja, und je nachdem, wie groß die Unterschiede sind. Richtig. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass man verhindern kann, dass das Kraftfeld da deaktiviert wird. Ich glaube, wenn man bin ich mir nicht an sicher. Der richtigen Stelle... Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Das wäre ein extrem großer Schritt. Ob nur Nathan das nicht, das Einigungsfeld nicht, oder jemand anders das dann... Durch einen Fehler, durch einen umgekippten Kaffeepott, was weiß ich. Ja, weiß man. Genau, man's? Der größte Kondensator mit den riesen Jenseitsdingens durch einen umgekippten Kaffeepott. What the fuck, ey. Weiß man's? Weiß man's? Nein. Ich nicht, nein. Ja. Aber wir wollen es rausfinden, oder? Ja, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen. Beta-Sonne deaktiviert. Hammer. Diesseits. Na, zack, Hammer. Dann kriegst du garantiert auch eine Trophäe fürs Jenseits. Das Ende. Zack. Und jetzt, zack, alle Enden gesehen. Hä? Das hätte mich ehrlich gesagt stark verwirrt. Ja. Und da haben wir sie wieder. Die gute Jodie. Ja. Ja. Bombastisch. Ich weiß übrigens, wofür die Bonusse sind. Ich habe mal ein wenig rausgefunden, wofür die Bonusse sind. Ja. Bonus ist unter Bonus. Na dann. Dann sind das so Design-Packs, Trailer. Hier zum Beispiel ein Design-Pack. Homeless. Ja, das war Konzeptzeichnungen. Ach so. Vom Obdachlossein. 8-to-8 Market. Und solche Sachen sind das dann halt. Stan, Tuesday, Walter und Jimmy. Wobei die Tuesday da echt fertig aussieht. Da sah die irgendwie im Spiel schöner aus. Ja. Homeless Jody. Wobei ich nicht weiß, was das ist. Kara? Kara hatten wir noch, oder? The following footage is a prototype real-time running real-time on PlayStation 3. Gucken wir uns das einfach mal an mit unseren Leuten, weil sonst kriegen wir ein paar Minuten voll. Ich weiß, was das ist. Was? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich weiß, was das ist. Ah, ich glaube, ich weiß auch, was das ist. Wenn das ist, was ich meine, dann gab es das auch schon diverse Male. Der Name passt auch. Warum passt der Name? Ja. Warum passt der Name dazu? Weil ich noch den Namen von der weiß. Ach so. Ist allerdings die Frage... was genau das mit Beyond Two Souls zu tun hat. Ist einfach von den Machern. Die haben doch nur gesagt, dass das Ding in Realtime rendert. ID. KPC 897504C. Can you move your head? Your eyes now. Cervical and optical animation checked. Now give me your initialization text. Ja, krass, dass du dieses Herz hast. I'm the third generation AX400 Android. Sieht ja aus, als wäre es so mit Metallplastikzeug oder so gemacht worden.
I organize your appointments. Was ich mich allerdings jetzt schon frage, was so ja, Grafikbombastenentwickler wie Naughty Dogs und Quantic Dream mit der PlayStation 4 anstellen werden. Das sind beides immer noch exklusive Entwickler auf der Sony. Es kann aber noch nicht so viel gehen, weil aktuell ist Technik da an einem Punkt, wo es traurig ist, wo es nicht viel weitergeht. Du weißt schon, dass die 4 bedeutend stärker ist als die 3. Ja, klar. Im Vergleich zu 3 hat Quantic Dream und die 4 Naughty Dog ja nur auf PC-Niveau auf. Richtig, aber Quantic Dream und Naughty Dog haben beide noch nie für PC entwickelt. Die haben kein Spiel für den PC gemacht. Now say something in German. Zeit. Wird es nie geben. Ich bin eine AX. Beides pure Konsolenentwickler. Ja, finde ich scheiße. Erschaffen als ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. Je suis un Android de 3e Generation AX400, conçu pour être votre assistant personnel et votre partenaire intime. Okay, now sing something in Japanese. Sing? Welche Sprache? Japanesisch, ne? Ist klar. Muss ja. Multilingual verbal expression checked. Go ahead, take a few steps. Ich finde diesen Arm so cool, der sich so beobachtet. So. Das ist ein Spannerarm, ist das? Ja, aber wie so ein bisschen wie so eine Schlange oder sowas, die da so hinterher, weißt du? Das ist total gut gemacht, ey. Hast du dir davon mal das Making-of angeguckt im Netz? Great, you're ready for work, honey. Das ist ja auch bedeutend weniger. Das ist nicht komplett, was du online siehst auf YouTube. Das ist nicht komplett. I'm a sort of merchandise. Is that right? Yeah, of course you're merchandise, baby. I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see. You thought? What did you think? Interessant ist allerdings, dass sowas immer wieder auch zu Quantic Dream vielleicht so... vielleicht gehen wir doch mal in diese Sparte und nehmen das, was wir da einfach nur als Demo gemacht haben, machen wir als Spiel. You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm gonna have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. I've only just been born, you can't kill me yet. Stop, will you please stop? I want to live. I'm begging you. Go and join the others. Die hat ja gar keine Kindheit, fällt mir gerade auf. Die geht ja jetzt ins Leben mit dem Gedanken, dass sie lebt. Ja. Aber sie hat ja keine Kindheit. Wenn sie einer fragt, hey, wo kommst du her? Ich meine, sie wird sich ja nicht wie diese Puppen verhalten. Das geht ja nicht. Zack, 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 zack. Weißt du, was krass wäre? Was? Wenn das ein Teaser für ein Spiel wäre.
Das ist, wäre nicht unwahrscheinlich. Bis jetzt haben sie es komplett offen gelassen. Ja, nee, das ist, das war ja bei Heavy Rain damals fast genauso. Die haben erst gezeigt, oh, guck mal, das können wir mit der PlayStation 3 machen. Haben einen Teaser gemacht, der sehr nah an dem Heavy Rain rankam. Nicht komplett identisch, aber sehr nah rankam. Und dadurch hat sich Heavy Rain angeblich entwickelt. Okay. Ob es so stimmt, weiß ich nicht. Aber es wurde mir halt so gesagt. Ja, aber das Ding bietet auf jeden Fall Stoff daraus, ein Spiel zu machen. Ja, klar. Ein gutes Spiel. Aber das ist mit dem anderen Sorcerer. Das hast du, habe ich dir, glaube ich, auch mal gezeigt. Dieser Dark Sorcerer. Mit diesem ganz faltigen, mit diesem Making-of, wo doch, das alles schief geht. Ja, klar. Nämlich, ja, das ja, ist ja. nämlich auch von Quantic Dream, die Tech-Demo. Okay. Ja, das war auf jeden Fall cool. Ansonsten, ja, Gameplay. Bla. Gameplay haben wir The Dark Sorcerer, wo wir gerade schon geredet haben. Ja. Sehen wir aber jetzt nicht abspielen, weil das dauert weitaus länger als 10 Minuten. Dann würden wir die 30 Minuten sprengen. Das heißt, wir machen jetzt so eine halb kurze Folge. Scroll mal runter, vielleicht ist ja noch ein Designpaket, was wir zeigen können. Nur das 14er. Ja, mach mal. Machen wir nochmal an. Was ist das? Das ist das Black Sun. Schwarze Sonne. Das ist die, die wir zum Schluss gesehen haben. Aber das da... Die Art noch, das könnte auch... Das übrigens, Mädchen das, da rechts sind das, nicht wir. Das ist nicht Jodie, das könnte Zoe sein. Ja, bin ich mir mittlerweile relativ sicher. Das könnte allerdings auch... Mit ganz viel Fantasie könnte das auch einfach nur ein Untertitel sein. Black Sun für den DLC oder für ein zweites Spiel. Ja... Ja, könnte. Alter. Nathan Dawkins. 55 years old. Stimmt, du hast auch die unterschiedlichen Alterungen. Sie sind ja auch nochmal dabei. Alter, das fand ich so krass, ey. Ja. Ja, du bist jetzt frei. Ja, wir können dich aber nicht gehen lassen. Ja, und umbringen können wir dich auch nicht. Was? Ja, sorry. Apokalypse. Epilog. Ah, die gefällt mir, die hat was, die Zoe, auf jeden Fall. Tuesday, Jody, Alaska Jody, Black Sun Jody. Da hast du wieder diese Ketten, ich weiß nicht, diese... Ich glaube, das sind vom CIA, weil die hatte sie erst ab CIA, diese Kette. Teile von der Kette, nicht das komplette, das sind ja zwei Ketten. Ja, ja, aber diese Dogtag-ähnliche Kette dabei, die hatte sie erst seit der CIA. Ja, aber als sie bei den Indianern waren, war zum Beispiel noch ein Schlüssel mehr. Ja. Passiert. War ja, ich der Motorradschlüssel zum Starten oder so. Quatsch. Der hat sie halt vorher schon irgendwo weggeklaut. Ja, genau, ey, genau. Ja, da steht zwar herunterladbare Inhalte, die gibt's aber noch nicht. Noch nicht? Nein, noch nicht. Machen wir das wie mit The Last of Us, dass wenn da was kommt, ziehen wir das nach? Ich denke. Ja? Finde ich gut. Wenn da wirklich noch storytechnisch was nachkommt, wieso nicht? Ja, klar. Ich werde auch nicht 23 Mal jetzt Let's Play und hoffen, jedes Mal ein anderes Ende zu kriegen. Ja. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Auch für unsere Community. Nein, die flamen dich jetzt alle. Ja, tut mir auch super faule leid. Ratte, eine faule Ratte bist aber du da nicht. Aber ich kann... 23 Mal Let's Play. Ich gebe euch einfach mal den Grund. Der Grund ist, dass der Weidro, der ja meint, er müsse studieren, gar nicht die Zeit hat, um so oft hier vorbeizukommen. Also bin ich gar nicht schuld, sondern er ist schuld. Natürlich. Eigentlich hast du nur Schiss, dass du dich irgendwo verklickst, ey. Nein. Ich weiß, dass ich mich irgendwo verklickt habe, wo ich keine Schiss vorhaben. Gut, damit verabschieden wir uns mit einem Let's Play, einem kompletten. Genau. Mal wieder. Beyond Two Souls. Vielleicht kommt irgendwann noch ein DLC-Nachtrag. Wissen wir nicht. Nee, wissen wir nicht. Angekündigt ist auch noch nichts, ne? Nee, angekündigt ist da nichts, aber das war bei Heavy Rain, wurde, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt ein DLC gab und ob der angekündigt war. Weiß ich nicht. Gerade aus dem Kopf. Müsste ich gucken, mache ich vielleicht nachher mal kurz. Ansonsten wünsche ich euch was. Wenn es euch gefallen hat, ne? Ihr wisst ja, so liken, abonnieren, kommentieren. Ja, auf jeden Fall cool. Also. Und bis zum nächsten Let's Play. Jo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.